Vielen Dank. Ich freue mich jetzt kurz, was zum IPCC-Aufbau und Abläufe erzählen zu können. Ganz kurz, hier nur angerissen. Sie finden diese Informationen auch bei uns auf der Homepage oder können gerne noch Detailfragen stellen später. Für diese Folie und auch für die nächsten gilt dieses dunkelgraue, stellt die Beteiligung der Regierungen dar und das Blaue, die Beteiligung von Wissenschaft. Der IPCC ist nämlich eine wissenschaftliche und eine zwischenstaatliche Einrichtung gleichzeitig. Die Mitgliedstaaten entscheiden in der Vollversammlung über das Arbeitsprogramm, wählen den Vorstand und verabschieden dann die Berichte, während die Wissenschaft eben in dem Vorstand arbeitet und dann auch die Berichte schreibt. Das Schreiben geschieht in den sogenannten Arbeitsgruppen 1, 2 und 3, die thematisch aufgeteilt sind. Die Arbeitsgruppe 1 beschäftigt sich mit naturwissenschaftlichen Grundlagen. Das ist der Bericht, um den es heute geht. Arbeitsgruppe 2 befasst sich mit Folgen des Klimawandels für natürliche und für menschliche Systeme, Verwundbarkeiten dieser Systeme und Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel. Und Arbeitsgruppe 3 mit der Minderung des Klimawandels. Wie geht es dann vor sich, wenn so ein Bericht geschrieben wird? Nach einem sogenannten Scoping-Prozess, in dem die Berichtsstruktur diskutiert wird, also sozusagen die Kapitelüberschriften. Wenn diese dann verabschiedet wurde, dann können die Mitgliederregierungen und auch Beobachterorganisationen Fachleute nominieren, die dann als Autorinnen oder Autoren zur Verfügung stehen würden. Die werden ausgewählt von den Vorständen der Arbeitsgruppen und stellen dann die Schreibteams zusammen. Die Entwürfe für die Berichte durchlaufen ein mehrstufiges Begutachtungsverfahren, teilweise mit rein wissenschaftlicher Begutachtung, teilweise mit Regierungsbeteiligung. Zum Schluss dreht die SPM, die Summary for Policymakers, nochmal eine separate Runde, bis dann schließlich die endgültigen Entwürfe dem Plenum zur Verabschiedung vorgelegt werden. Und das ist der Zeitpunkt, an dem wir uns jetzt befinden. Durch dieses Verfahren ist also sozusagen eine ausgewogene Beteiligung von Wissenschaft und Regierung sichergestellt. Bei der Verabschiedung werden dann die Regierungen Zeile für Zeile durch diese SPM durchgehen, Änderungsvorschläge diskutieren und darüber abstimmen. Dabei achtet aber immer die Wissenschaft, also die Autorinnen und Autoren, darauf, dass diese vorgeschlagenen Umformulierungen immer noch mit dem übereinstimmen, was im dicken Wälzer, der dieser Summary for Policymakers ja zugrunde liegt, eigentlich drin steht. Denn der wird nicht mehr angefasst während der Verabschiedung. Wenn dann also alle Zeilen durchdiskutiert sind, wird die SPM verabschiedet und der zugrunde liegende Bericht wird dann angenommen. Dadurch erkennen die Regierungen die wissenschaftlichen Aussagen in diesen Berichten an. Während des ganzen Prozesses gilt Vertraulichkeit für die Entwürfe und die Zwischenversionen. Es kommt zwischendurch immer mal wieder zu Leaks, es ist wahrscheinlich nicht vermeidbar. Wenn man aber weiß, dass durch diese vielen Stufen sich die Texte noch ganz oft verändern, dann kann man das so ein bisschen einschätzen. Nach Veröffentlichung des Berichts stellt der IPCC sämtliche Zwischenversionen und auch sämtliche Begutachtungskommentare, das können Zehntausende sein, online, dass man dann im Detail nachvollziehen kann, wie dieser Bericht entstanden ist. Jetzt ein paar Eckdaten zum Bericht. Wir befinden uns, wie Marie schon gesagt hat, im sechsten Berichtszyklus. Es sind bereits 3 Sonderberichte erschienen. Und jetzt kommt das Hauptprodukt, der Sachstandsbericht in 3 Bänden. Der von Arbeitsgruppe 1 jetzt und Arbeitsgruppe 2 und 3 folgen dann Anfang nächsten Jahres. Im Herbst, im September, soll dann der Synthesebericht erscheinen, der einmal diese 3 Arbeitsgruppenberichte und aber auch die Kernbotschaften der Sonderberichte nochmal aus einer übergreifenden Perspektive dann betrachtet. Insgesamt sind etwa 740 Fachleute aus 90 Ländern in den Schreibteams für diese 3 Berichte und den Synthesebericht, 37 davon von deutschen Institutionen. Der Beitrag von Arbeitsgruppe 1 hat 12 Kapitel und einige Anhänge. Nach einer kurzen Rahmensetzung wird
der gegenwärtige Zustand des Klimasystems betrachtet, wie ändert er sich gerade, welchen Einfluss hat der Mensch darauf. Und dann wird auch in die Zukunft geschaut, mit Hilfe von Modellprojektionen, wo uns Mujib Latif gleich noch mehr dazu erzählen wird. Es werden die verschiedenen globalen Kreislaufsysteme betrachtet, Kohlenstoff, Energie, Wasser. Es gibt ein separates Kapitel zu kurzlebigen klimawirksamen Stoffen im Gegensatz zu CO2, was sehr langlebig ist. Das ist das Spezialthema von Frau Kindler-Schaar. Ein Kapitel wirft einen regionalen Blick auf das Thema. Es gibt ein separates Kapitel zu Extremereignissen. Und das letzte Kapitel schlägt dann eine Brücke sozusagen zum kommenden WG2-Bericht, wo es dann um Folgen- und Risikobewertungen geht. Für Sie rund um die Veröffentlichung interessant ist, dass jetzt am Montag das Plenum startet, wo eben dieser Zeile-für-Zeile-Prozess dann stattfindet. Es geht 2 Wochen lang diesmal, weil es ein virtuelles Plenum ist, bis zum 6. August. Das ist ein Freitag. Die Pressekonferenz, auf der der Bericht dann offiziell vorgestellt wird, wird am Montag darauf, am 9. August sein, um 10 Uhr virtuell. Dafür kann man sich online registrieren und man kann dann auch schon das Material unter Embargo übers Wochenende erhalten. Das wird die SPM sein, Abbildungen und noch einiges Zusatzmaterial. Zur Pressekonferenz haben wir auch die Hauptaussagen dann schon auf Deutsch verfügbar. Und wir planen im Anschluss an die IPCC-Pressekonferenz hier in Deutschland für den nationalen Kontext eine Pressekonferenz von BMBF und BMU. Wie Marie-Louise Beck schon gesagt hat, das sind praktisch die 2 Ministerien, die den IPCC-Prozess in Deutschland ganz eng begleiten. Das BMBF als das Ressort, das die Forschungspolitik gestaltet, deren Früchte dann in den IPCC einfließen. Und das BMU als hauptverantwortliches Ressort für die Klimapolitik, das auch dann sozusagen die Vertretung von Deutschland im IPCC ist. Die beiden Ministerinnen werden da sein und die 2 koordinierenden Leitautorinnen aus Deutschland, Veronika Eyring vom DLR und Jochen Marotzke vom Max-Planck-Institut für Meteorologie. Wenn Sie Interviewanfragen an IPCC-Autoren stellen möchten, sollten Sie das für Interviews am 9. August bitte über das zentrale IPCC-Portal machen. Die organisieren das, dass es da keine Terminkonflikte gibt. Für die Zeit danach können Sie die Pressestellen der Institute, wo die Autorinnen und Autoren verortet sind, direkt kontaktieren. Wir haben diese ganze Information in einem Presseinformationsblatt zusammengestellt für Sie. Das finden Sie entweder unter hier diesem direkten Link oder dann auch über unsere Startseite, da ist es verlinkt. Nochmal ganz kurz, die Verfahren zur Berichterstellung wirken komplex, sind aber so gestrickt, damit sie möglichst transparent und ausgewogen nachher ablaufen können. Jetzt kommt der Beitrag von Arbeitsgruppe 1, naturwissenschaftliche Grundlagen zum 6. Sachstandsbericht, nächstes Jahr die Folgebände. Und die Termine rund um die Veröffentlichung sind die Pressekonferenzen am 9. August um 10 Uhr, die von IPCC, im Anschluss daran die in Deutschland von BMBF und BMU. Alles Weitere, auch zu Interviewanfragen, finden Sie bei uns auf der Homepage. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Carola Best. Und wir gehen gleich weiter zu Professor Astrid Kindler-Schaar. Sie ist Atmosphärenforscherin am Forschungszentrum Jülich. Sie ist die neu gewählte Vorstandsvorsitzende des DKK. Und das hatte ja Carola Best schon gesagt, sie ist Leitautorin für das Kapitel Kurzlebige klimawirksame Stoffe des 6. Sachstandsberichtes, der jetzt erscheint. Bitte schön, Astrid Kindler-Schaar. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich hier kurz was über die persönliche Erfahrung, Arbeit am IPCC-Bericht beitragen zu können und dann kurz auf die Fakten zum Klimawandel in Deutschland eingehen zu können. Wie arbeiten Autorinnen des IPCC-Berichtes? Hier jetzt der Erfahrungsbericht aus der Arbeitsgruppe 1. Dort sind mehr als 230 Expertinnen aus 66 Ländern beteiligt, um diesen Bericht zu erstellen. Das erfordert die Zusammenarbeit in den einzelnen Kapiteln über einen Zeitraum von etwa 3 Jahren. Sie können sich vorstellen, wenn Sie Teams haben, die aus aller Welt zusammengestellt sind, dass Sie mit den verschiedensten Diversitätsaspekten, Kulturen, Geschlechtern zusammenarbeiten, da auch wirklich interessante Erfahrungen machen, wie verschiedene Personen an Diskussionen, an
Klärung von Inhalten herangehen. Wir hatten phasenweise wöchentliche Online-Treffen. Das war nicht nur pandemiebedingt so, dass wir online zusammengearbeitet haben, sondern auch im Vorfeld so. Über die verschiedenen Zeitzonen hinweg muss man natürlich Phasen finden, in denen alle zusammenarbeiten können. Auch das ist oftmals nicht ganz trivial. Das dreistufige Begutachtungsverfahren wurde von Carola Best gerade schon geschildert. Auch das ist, wenn man sich in einem Kapitel mal geeinigt hat, in welchem Ablauf man die Inhalte gerne darstellen möchte, interessant dann zu sehen, was die Expert-Reviewer dazu sagen und wie die Inhalte, die man darstellen wollte, ankommen oder eben auch Fragen offen lassen. Und es ist auch so, dass es eine große Herausforderung ist, nicht nur das eigene Kapitel zu bearbeiten, sondern eben eine Abstimmung zwischen den Kapiteln und über die Arbeitsgruppen hinweg sicherzustellen. Es muss natürlich gewährleistet sein, dass die Informationen auch über die Arbeitsgruppen hinweg konsistent genutzt werden können. Unsere Aufgabe ist es, die neue wissenschaftliche Literatur zu bewerten. Das heißt, vor allen Dingen können Sie sich vorstellen, dass wir anfangs extrem viel Literatur zu lesen haben. Und für Wissenschaftler ist die, würde ich mal sagen, Herausforderung oder neue Aufgabe, wirklich die Literatur zu bewerten, nicht nur zusammenzustellen, sondern eine Bewertung vorzunehmen. Mein eigener Beitrag wurde schon genannt, ist im Kapitel 6, kurzlebige klimawirksame Stoffe. Das heißt, es geht dabei darum, den Zusammenhang zwischen Luftschadstoffen und Klimawandel herzustellen. Und es werden sich in diesem Kapitel auch Zusammenfassungen finden, wie Luftqualitätsmaßnahmen und die Reduktion von kurzlebigen Klimaschadstoffen Beiträge liefern können, um beispielsweise im Rahmen von 1,5 Grad bleiben zu können und auf welchen Zeitskalen eben die Kurzlebigen ihre Beiträge leisten können. Ein wichtiger Aspekt der IPCC-Berichte ist, dass es eine standardisierte Sprache zur Bewertung gibt. Das sorgt für Genauigkeit und Transparenz der Aussagen, Vergleichbarkeit zwischen den Berichten und den Arbeitsgruppen. Wir bewerten dabei die Konfidenz und die Wahrscheinlichkeit. Und in diese Bewertung geht die Stichhaltigkeit der Befunde ein. Das heißt, wir schauen insbesondere darauf, welche Art von Befunden gibt es, in welcher Anzahl, wie unabhängig voneinander liegen verschiedene Befunde vor, welche Qualität haben diese Befunde und wie konsistent werden die Nachweise gebracht und auch welchen Grad der Übereinstimmung erreicht man, wenn man sich verschiedene Publikationen zum gleichen Themenkomplex anschaut. Und all dies liefert eben zusammen dann eine Bewertung dessen, mit welcher Konfidenz und Wahrscheinlichkeit können wir Aussagen treffen. Ich komme jetzt kurz zu den beobachteten Änderungen in Deutschland. Sie sehen hier eine Abbildung des DWD aus dem Jahr 2021. In erster Linie mal den Temperaturanstieg. Seit 1881 verzeichnen wir für Deutschland bereits einen Temperaturanstieg von 1,6 Grad. Das vergleicht sich, ist höher als der weltweite Temperaturanstieg, konsistent damit, dass über den Kontinenten allgemein ein höherer Temperaturanstieg beobachtet wird. Insgesamt drückt sich diese Temperaturänderung und der Klimawandel dann in verschiedensten Aspekten aus. Beispielsweise hat sich die Vegetationsperiode verschoben, sodass mittlerweile im Vergleich zu den frühen 60er Jahren etwa 3 Wochen früher die Vegetationsperiode startet. Hitzewellen haben zugenommen. Die Anzahl heißer Tage seit den frühen 50er Jahren ist um fast 200% gestiegen. Die Anzahl von Eistagen im gleichen Zeitraum um etwa 50% abgenommen. Die Sonnenscheindauer hat insbesondere seit den frühen 80er Jahren zugenommen. Schneetage haben seit den 50er Jahren um fast 50% abgenommen und Winterniederschläge um 27% zugenommen seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts. Und traurigerweise in
jüngster Vergangenheit nochmal extrem sichtbar. Starkregenereignisse haben zugenommen. Insbesondere die Häufigkeit und Intensität von Extremereignissen hat zugenommen. Und das repräsentiert sich natürlich in Hitzewellen und Starkregen. Meeresspiegel hat ebenfalls zugenommen. Pegel in Cuxhaven hat um 42 Zentimeter seit 1843 zugenommen. Wichtig zu bemerken ist, dass sich all diese Auswirkungen mit zunehmendem Temperaturanstieg verschärfen. Das heißt, jedes Zehntel Grad Temperaturzunahme spielt eine Rolle und wird diese Auswirkungen extremer ausfallen lassen. Unsere Basisfakten zum Klimawandel, die Sie auf dieser Webseite auch finden, stellt die Zusammenfassung auch nochmal kompakt dar. 5 Kerninformationen zum Klimawandel sind, er ist real. Wir als Menschen sind die Ursache dafür. Klimawandel ist gefährlich. Die Fachleute sind sich einig, dass der Klimawandel menschengemacht stattfindet. Und wir können über Einsparungen von Klimaschadstoffen etwas dagegen tun. Damit wäre ich mit meinem Bericht am Ende und leite über zum nächsten Bericht. Dankeschön. Vielen Dank, Astrid Kindler-Schaar. Und ich glaube, man hat gemerkt, wie arbeitsintensiv diese Arbeit ist, die da gemacht werden muss. Und wir als DKK-Geschäftsstelle kriegen das immer mit, wenn IPCC-Berichte geschrieben werden, sind Teile unseres Vorstandes teilweise unerreichbar. So bekommt man das dann immer auch zu spüren. Ja, wir kommen nun zum Herzstück dieses Bandes, der jetzt am 9. August herauskommt, zu den naturwissenschaftlichen Grundlagen. Die Rede ist von Klimamodellen, Simulationen, Projektionen. Gerade weil es nicht einfach ist zu verstehen, wie Klimamodelle arbeiten und gerade weil die Ergebnisse aus Klimamodellen und Simulationen auch politischer Sprengstoff sind, werden sie sehr oft hinterfragt. Die Frage, wie sicher sind sie denn, wird dann nicht selten mit einer Melange aus Wissen, Halbwissen, aber auch Mythen diskutiert. Was uns Klimamodelle über die Zukunft sagen können, was nicht, dazu gibt es jetzt einen Input von Professor Mojib Latif. Ihn muss man nicht vorstellen, ich tue es trotzdem. Er ist Klimaforscher, Leiter der Forschungseinheit Maritime Meteorologie am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Club of Rome und bis vor kurzem noch unser Vorsitzender des Deutschen Klimakonsortiums. Bitte schön, Mojib Latif. Ja, vielen Dank, liebe Frau Beck. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte beginnen hier mit unserer neuen Webseite oder ein Teil der Webseite. Wir haben eben auch uns bemüht, eine Beschreibung der Klimamodellierung auf der DKK-Webseite zu machen, die hoffentlich einigermaßen verständlich ist. Und Sie sehen hier einfach so einen Screenshot, den ich davon gemacht habe. Das Klimasimulation einfach erklärt. Und in den nächsten paar Minuten möchte ich eben noch mal ein bisschen was über Klimasimulation erzählen, weil ich habe eben in den letzten Jahrzehnten immer wieder gemerkt, wie missverständlich eigentlich überhaupt der Begriff Klimamodell verwendet wird, auch Klimasimulation und so weiter. Ja, zunächst einmal, Klimamodelle basieren auf den Gesetzen der Physik und die können wir ja durch mathematische Gleichungen ausdrücken und ich habe die hier einfach mal hingeschrieben, damit Sie einen Eindruck bekommen, was so ein Klimamodell eigentlich hier zugrunde liegt. Sie haben gerade so eine Simulation gesehen, die da gelaufen ist. Man darf die nicht zu ernst nehmen. Das ist einfach nur mal eine Simulation, wo wir CO2 hochgefahren haben. Aber der wesentliche Unterschied zu anderen Modellen, zum Beispiel zu ökonomischen Modellen, ist, dass wir tatsächlich die Naturgesetze haben. Und das hat man beispielsweise in der Ökonomie nicht. Das sind empirische Modelle,
Die sind an Daten der Vergangenheit angepasst. Und deswegen behaupten wir jetzt einfach mal, dass unsere Modelle viel belastbarer sind als diese empirischen, an den Daten angepassten Modelle. Man hört auch immer wieder, dass unsere Modelle auch an den Daten angepasst sind, ja, und dass sie gewissermaßen hingeschraubt sind. Das stimmt einfach nicht. Ja. Die Modelle müssen fast alles alleine machen auf der Basis der naturwissenschaftlichen Gesetze, auf der Basis der Physik. Und deswegen kann man ihnen auch vertrauen. Und ich möchte das hier mal zeigen in dieser etwas komplizierten Abbildung. Aber wenn Sie jetzt nur mal links schauen, oben links ist eine Simulation, in der das CO2 hochgefahren wurde, und zwar sehr stark. Und die wurde gemacht vor über 30 Jahren. Und unten links unten sehen wir, was tatsächlich in diesem Zeitraum dann passiert ist. Und natürlich, damals waren die Modelle sehr grob, deswegen gibt es natürlich im Detail Unterschiede. Aber wenn man mal von so einer Entfernung guckt, dann sind diese beiden Muster nicht so unterschiedlich, insbesondere, dass sich die Arktis besonders stark erwärmt, dass sich der Südozean praktisch nicht erwärmt. All diese Dinge sind tatsächlich auch passiert. Und insofern können wir heute schon verifizieren, was die Modelle vor Jahrzehnten schon gesagt haben, was passieren müsste, wenn der Gehalt an Treibhausgasen in der Atmosphäre hochgeht. Wir können die Modelle auch nutzen, um die Ursache der Klimaerwärmung zu ergründen. Und das sehen wir in der Mitte. Die schwarze Kurve, das sind schon etwas ältere Simulationen, deswegen gehen die nicht bis heute, aber das ist auch irrelevant. Die schwarze Kurve ist die beobachtete Temperaturentwicklung und dann sehen Sie dicke rote bzw. blaue Kurven, aber die fast übereinander liegen. Und in der oberen der mittleren Abbildung sehen Sie, was die Modelle simulieren, wenn wir den Faktor Mensch nicht berücksichtigen, also den Anstieg der Treibhausgase nicht berücksichtigen. Und Sie können erkennen, dass Sie überhaupt keine Erwärmung simulieren können. Ja? Umgekehrt, wenn Sie jetzt noch den Faktor Mensch hinzunehmen, zusätzlich zu den natürlichen Faktoren, sehen Sie, dass Sie einigermaßen gut hinkommen. Natürlich auch nicht exakt, können Sie auch nicht erwarten von einem Modell, weil es ja auch ein chaotisches System ist. Wir kommen auch gleich nochmal da drauf. Aber das zeigt eben, dass tatsächlich der Mensch die Ursache für die Klimaerwärmung ist. Es gibt keine andere plausible Erklärung dafür. Und rechts sehen Sie einfach nochmal das, was ich links gezeigt habe. In der Mitte sehen Sie tatsächlich den beobachteten Trend während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und des frühen 21. Jahrhunderts. Oben, wenn Sie den Faktor Mensch nicht berücksichtigen, Sie sehen praktisch keine Erwärmung, eher sogar eine leichte Abkühlung. Unten sehen Sie, was die Simulationen bringen, wenn Sie beide Faktoren, die natürlichen und die menschengemachten Faktoren, berücksichtigen. Und nochmal, ja, es gibt Unterschiede, aber so im Großen und Ganzen stimmt das schon gut. Und deswegen gibt es auch praktisch seit 30 Jahren keinen Zweifel mehr, dass der Mensch die Ursache der globalen Erwärmung ist. Aber natürlich gibt es Unsicherheiten. Und wenn Sie jetzt im IPCC-Bericht, der ja demnächst erscheint, lesen werden, die Erwärmung bis Ende des Jahrhunderts, die beträgt irgendwie von, ich denke mir jetzt einfach mal was aus, von 2 bis 5 Grad, ja, dann wundert man sich ja, wie kommt es denn zu dieser riesen Bandbreite? Und links sehen Sie aus einem früheren Bericht alle möglichen Projektionen, die gemacht worden sind, ja, mit verschiedenen Modellen. Und Sie können erkennen, da sind verschiedene Farben. Ich hoffe, dass man das noch am Bildschirm erkennen kann, zum Beispiel blaue Farbe, grüne Farbe und rote Farbe. Und diese Farbe zeigt an den Grad des Anstiegs der Treibhausgase in der Atmosphäre. In den blauen Simulationen steigen die Treibhausgase nicht so stark an, in den roten Simulationen steigen die Treibhausgase sehr stark an. Und dann sehen Sie einfach, dass die Erwärmung natürlich umso stärker ist, je mehr Treibhausgase Sie in der Atmosphäre haben. Und dann gibt es ja noch dieses grüne, so mittleres Szenario. Rechts sehen Sie den prozentualen Anteil
verschiedener Unsicherheitskomponenten als Funktion des Vorhersagezeitraums. Hier, wenn Sie 100 Jahre ganz rechts, wenn Sie 100 Jahre nach vorne blicken, sehen Sie, dieser grüne Bereich ist der größte und das ist die sogenannte Szenarienunsicherheit, was ich gerade erzählt habe. Also klar, wenn Sie viele Treibhausgase in die Atmosphäre ausstoßen, kriegen Sie natürlich eine gigantische Erwärmung. Wenn Sie kaum noch Treibhausgase ausstoßen, kriegen Sie praktisch keine Erwärmung. Und die große Unsicherheit ist natürlich dann gegeben durch diese sogenannte Szenarienunsicherheit. Das Blaue ist die Modellunsicherheit, das immer auf 100% normiert. Und Sie sehen, gegen Ende des Jahrhunderts spielt die Modellunsicherheit keine Rolle mehr. Und auch die natürliche Variabilität, auf die gleich nochmal kurz zu sprechen kommen, das ist dieser orangene Bereich, der spielt gegen Ende des Jahrhunderts keine Rolle mehr. Das ist sozusagen das chaotische Verhalten, das unvorhersagbare Verhalten des Klimasystems. Und hier, ich habe ja noch so einen Kasten reingemalt, das sind die nächsten 20 Jahre und sehen, da spielt insbesondere das chaotische Verhalten noch eine beträchtliche Rolle. Das heißt also, selbst auf diesen Zeiträumen gibt es natürliche Variabilität, die kaum vorhersagbar ist und die immer wieder für Überraschungen gut ist. Gut, was meine ich damit? Eine komplizierte Abbildung, schauen Sie mal nur nach unten. Hier auf die unteren vier Abbildungen. Und wir sehen hier für Nordamerika Simulation für den Zeitraum 1951 bis 2010. In der Mitte oben sehen Sie, was gemessen worden ist, diese starke Erwärmung hier im nördlichen Nordamerika, eine etwas schwächere Erwärmung weiter südlich. Und wenn Sie mal ganz links gucken, da haben wir jetzt ein Modell, das mit ganz, ganz vielen verschiedenen Anfangsbedingungen gerechnet wurde. Und Sie sehen, dass es durchaus eine dieser Simulationen gibt, die nur eine relativ geringe Erwärmung simuliert. Und wenn Sie dann mal schauen, wie das aussieht in einer Simulation, wo eine starke Erwärmung simuliert wird, hier, wo mein Cursor ist, dann sehen Sie, gibt es gewaltige Unterschiede. Das heißt, wir sind immer noch so ein bisschen in dem Bereich und Sie können das mit einem anderen Modell auch machen, hier mit dem Max-Planck-Modell, die kälteste Simulation, die wärmste Simulation. Und wie gesagt, das sind also sehr, sehr viele Simulationen gemacht worden. Hier das Max-Planck-Modell 100 Simulationen, das andere, das amerikanische Modell 40 Simulationen. Das zeigt einfach, dass wir immer noch in dem Bereich sind, wo doch die natürlichen Schwankungen einen beträchtlichen Einfluss haben. Gleichwohl zeigen sie natürlich alle im Mittel und das sehen wir oben, eine starke Erwärmung. Ja, letzter Punkt. Wir können die Modelle auch als Labor nutzen, um eben, ich habe es ja gerade schon gezeigt, um zum Beispiel herauszufinden, wer ist denn nun eigentlich für die Erwärmung zuständig? Sind das jetzt natürliche Faktoren wie die Sonne zum Beispiel oder ist es der Anstieg der Treibhausgase? Und wir haben mal eine Studie gemacht und das ist jetzt einfach nur mal ein Beispiel zur Erwärmung des Mittelmeers. Ja, Sie sehen hier, oben rechts so ein Muster, also das ist das Mittelmeer. Ich hoffe, Sie können es erkennen, wo die Farbe ist. Und rot und gelb heißen, das Mittelmeer hat sich erwärmt. Und wir wollten jetzt einfach mal wissen, welche Rolle spielt jetzt die Erwärmung des Mittelmeers für Extremniederschläge über Europa. Und wenn Sie unten links mal schauen, dann sehen Sie da insbesondere zwei Bereiche. Das eine ist so das östliche Zentraleuropa. Ich hoffe, Sie können die Kontinente noch einigermaßen erkennen. Und das andere, und das ist natürlich gerade jetzt relevant, ist im Bereich des westlichen Deutschlands und der Nachbarländer hier, Belgien und den Niederlanden. Das heißt also, alleine die Erwärmung des Mittelmeers führt bei uns, zumindest anhand dieser Modellsimulation, in den letzten Jahrzehnten schon dazu, dass wir mit mehr extremen Niederschlägen zu rechnen haben. Und genau das können wir auch tatsächlich anhand der Daten beobachten. Und deswegen, wenn man jetzt noch all die anderen Geschichten betrachtet, die weltweit passierend sind, ich meine, vor zwei Wochen hatten wir diese gigantische Erwärmung oder die gigantische Hitzewelle im westlichen Kanada. Wenn man das alles berücksichtigt, dann
drängt sich zumindest für mich nur ein Schluss auf, und den habe ich hier als letzten Punkt. Die Menschheit verlässt gerade den klimatischen Wohlfühlbereich. Das heißt also, jetzt kommen wir in Bereiche, die wir nicht kennen, auf die wir in keinster Weise angepasst sind, und jetzt wird es gefährlich. Ja, und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Mochi Platif. Noch ein Hinweis zu den klimasimulationen.de, unserer Website. Direkt nach der Veröffentlichung des 6. Sachstandsberichts werden wir auf dieser Seite auch die aktuellen Modellrechnungen in diesem Bericht zusammenfassen und einordnen für Sie. Da gibt es also ein zweites Kapitel geben. Wir kommen zum letzten Impuls. Wie Sie wissen, hat der letzte Sachstandsbericht, also der 5. von vor 7 Jahren, erstmals die Idee des Treibhausgasbudgets eingeführt. Die Knappheit in der Atmosphäre bekam eine konkrete Zahl, genauer konkrete Zahlen. Damit wurde handhabbar, dass es nicht einfach um Einsparung von Treibhausgasen geht, sondern tatsächlich um eine Reduktion auf Null, nämlich dann, wenn das Budget aufgebraucht ist. In unserem neuen Klimaschutzgesetz ist ja jetzt die Treibhausgasneutralität bis 2045 auch verankert. Welche Konzepte verbergen sich dahinter? Dr. Hauke Schmidt, Klimamodellierer am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, hat für uns eine Übersicht zusammengestellt. Bitte schön, Dr. Hauke Schmidt. So, ich war noch gemutet, Entschuldigung, der Klassiker. Guten Morgen in die virtuelle Runde. Ich freue mich über das zahlreiche Interesse. Ja, und wie Frau Beck eben schon angekündigt hat, haben wir in der Vorbereitung darüber nachgedacht, dass es vielleicht gut wäre, die Hintergründe zu einigen dieser Begriffe, die auch im Zusammenhang mit Reduktionszielen immer wieder fallen, vielleicht da Hintergründe noch einmal zu erläutern. Ich gehe davon aus, dass viele von Ihnen diese Begriffe sehr gut kennen, und ich hoffe, dass ich Sie nicht zu sehr langweile, aber es dauert ja auch nur wenige Minuten. Also es geht um diese Begriffe wie Treibhausgasneutralität, Budgetansatz, Netto Null, negative Emissionen. Und einige dieser Begriffe finden Sie zum Beispiel auch in diesem vielleicht am meisten zitierten Satz vom Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des Bundesklimaschutzgesetzes von vor einigen Wochen. Ich habe mal diesen Satz rausgegriffen: Bis zum Jahr 2045 werden die Treibhausgasemissionen so weit gemindert, dass netto Treibhausgasneutralität erreicht wird. Nach dem Jahr 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden. Bemerkenswert daran ist vielleicht, für mich zumindest zum ersten Mal, es geht hier um Treibhausgasemissionen, nicht nur alleine um CO2-Emissionen. Häufig wird ja die Diskussion sehr stark auf CO2 verengt. Der zweite Begriff, der wichtige Begriff, ist Netto-Treibhausgas-Neutralität. Da werde ich in den nächsten Folien versuchen, ein bisschen darauf einzugehen, woher eigentlich der Gedanke kommt, dass man auf Null gehen muss, und zwar auf Netto-Null wird immer wieder genannt. Ja, und dann zu Netto-Null gehören tatsächlich selbst auch schon negative Treibhausgasemissionen. Das wird meine letzte Folie nochmal kurz benennen. Zu dem Ziel Netto Null. Wie kommen wir überhaupt darauf, dass wir auf Null gehen sollten? Der Gedanke dahinter ist, dass wir nur noch ein gewisses Budget an Emissionen verfügbar haben, bis wir Ziele, die gesetzt worden sind, insbesondere zum Beispiel im Pariser Abkommen, überschreiten würden. Und für mich das erste Mal so richtig klar wurde das tatsächlich im letzten IPCC-Bericht aus dieser Grafik, die viele von Ihnen vielleicht kennen, weil sie dort sehr prominent platziert war in eben dieser Zusammenfassung für Policymakers. Das heißt, eine der ersten Grafiken wirklich in diesem Bericht. Für die Sie nicht kennen, ist sie vielleicht so ein bisschen ungewohnt. Was hier aufgetragen ist, ist für einerseits den historischen Zeitraum in schwarz und dann für verschiedene ähnliche Szenarien, wie sie auch Mochi Platif schon benannt hat. Das heißt, mit unterschiedlich starken Treibhausgasemissionen ist aufgetragen die Temperaturänderung gegenüber einem etwa präindustriellen Referenzzeitraum.
Häufig wird in diesen Grafiken, und Mojo Platif hat auch so eine Grafik gezeigt, das Ganze gegenüber der Zeit aufgetragen. Hier ist es aber aufgetragen gegenüber den bis zu einem gewissen Zeitraum oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt emittierten oder gesamt emittierten CO2 bis zu diesem Zeitpunkt ja, insgesamt emittierten CO2, das heißt über den Zeitraum akkumuliert. Was Sie dann sehen, ist, dass für die verschiedenen Szenarien, hier das Niedrig-Szenario bis zum Jahr 2100 eine bestimmte Erwärmung, eine relativ geringe Erwärmung erreicht wird, bei einem Hochemissionsszenario eine deutlich stärkere Erwärmung. Was aber das eigentlich Interessante an dieser Grafik ist, dass abhängig von diesen Gesamtemissionen bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Kurven alle relativ parallel verlaufen. Das legt also den Schluss nahe, dass die Erwärmung tatsächlich weniger von dem zeitlichen Verlauf von Emissionen abhängig ist, sondern hauptsächlich, zumindest auf dieser Zeitskala bis zum Ende des Jahrhunderts, hauptsächlich von den bis dahin auflaufenden Gesamtemissionen. Das liegt an der sehr hohen atmosphärischen Lebensdauer von CO2. Und daraus lässt sich dann relativ schön auch ablesen, wenn wir zum Beispiel nur 2 Grad Erwärmung erreichen wollen, dann darf die Menschheit insgesamt nur einen bestimmten Wert von CO2 emittieren. Frau Beck hat auch schon diese Sonderberichte des IPCC erwähnt. Und da ist sehr prominent ja im Jahr 2018 der Sonderbericht zur Erwärmung von 1,5 Grad veröffentlicht worden. Und dort sind auch verbleibende Emissionsbudgets basierend eben auf solchen Berechnungen genannt worden. Ich habe hier mal Auszüge aus der Tabelle 2.2 aus diesem Bericht zusammengefasst. Die Tabelle ist sehr viel umfangreicher, da sind werden sehr viele Unsicherheiten auch von den Zahlen diskutiert. Das ist etwa das, was ich als Best Guess sozusagen aus dieser Tabelle entnehme. Und das sagt hier, für das Nichtüberschreiten des 1,5-Grad-Ziels würden mit dem Stichtag 01.01.2018 nur noch 580 Gigatonnen CO2 emittiert werden dürfen. Um das in Bezug zu setzen, aktuell emittieren wir jährlich immer noch etwa 40 Gigatonnen. Wir sind jetzt auch schon 3,5 Jahre weiter. Das heißt also, wenn dieses Budget, wenn das verbleibende Budget ist für das 1,5-Grad-Ziel, dann dürften wir nur noch etwa 11 Jahre genauso weiter emittieren wie bisher und danach nichts mehr. Für das Jahr 2,0-Grad-Ziel hätten wir natürlich noch einige Jahre mehr Zeit. Das zeigt aber eben, dass die drastische Reduktion von Treibhausgasen sehr dringend ist. Ich habe hier einige Unsicherheiten benannt, die in diesen Zahlen drin stecken. Ich will auf die eigentlich nicht weiter eingehen, fragen Sie gerne hinterher nach, wenn Sie das möchten. Eine der wichtigen Unsicherheiten in diesem Zusammenhang, auch Treibhausgasemissionen, CO2-Emissionen, ist die Unsicherheit bezüglich der Treibhausgase, die eben nicht CO2 sind, insbesondere steht da Methan, aber auch Lachgas und andere Gase. Und die ist dann eben auch nicht unbeträchtlich. Das heißt, man kann eben nicht nur CO2 alleine betrachten, sondern muss auch die Treibhausgase in der Gesamtheit betrachten. Das ist allerdings gar nicht so einfach, denn die Treibhausgase verhalten sich durchaus sehr unterschiedlich. Ich habe da mal zurückgegriffen hier in dieser Grafik auf eine Grafik von Keith Shine von einem IPCC-Expertentreffen zu kurzlebigen Klimagasen. Und das ist in dieser Grafik liegen keine Daten zugrunde, sondern es ist wirklich bloß eine Skizze, soll aber verdeutlichen, wie unterschiedlich die Erwärmung auf unterschiedliche Emissionen von unterschiedlichen Treibhausgasen reagiert. Hier einmal verglichen für die typischen Beispiele CO2 und Methan. CO2 mit einer sehr langen Lebensdauer und Methan mit einer Lebensdauer von nur etwa 12 Jahren. Und im Grunde ist es bei Methan wie mit dieser Badewanne, in die man ständig Methan nachfüllt, aber es entweicht auch eine etwa ähnliche Menge. Das heißt also, wenn Emissionen konstant gehalten werden, wie hier oben angedeutet, dann würde auch die Konzentration von Methan in etwa gleich bleiben und damit auch das Erwärmungspotenzial von Methan etwa gleich bleiben. Bei CO2 ist das anders, weil eben der Ausfluss aus dieser Wanne so gering ist, dass eben konstante Emissionen einen weiteren Anstieg bedeuten. Das heißt natürlich dann aber auch, wenn wir Emissionen reduzieren, dann führt das bei Methan direkt zu einer
Reduktion des Erwärmungspotenzials bei CO2 würden allerdings erst dann, wenn wir nahe Null-Emissionen kommen, tatsächlich die Konzentrationen in der Atmosphäre auch einigermaßen konstant bleiben. Das heißt, wenn wir von Gesamttreibhausgasemissionen sprechen, müssen wir diese irgendwie vergleichen und da werden dann häufig Äquivalente CO2-Äquivalenten Emissionen gesprochen. Dazu sollte man allerdings wissen, dass die Kombination von Treibhausgasen nicht eindeutig ist. Das heißt, man muss sich überlegen, für welchen Zeitraum wollen wir eigentlich die Klimawirkung dieser Gase betrachten. Nur dann kann man muss also eine Metrik wählen und diese Wahl einer Metrik ist durchaus subjektiv. Das heißt, in dem Begriff von gesamten Treibhausgasemissionen steckt also durchaus auch eine Wahl einer Metrik. Was ich zusätzlich zu diesem Punkt noch sagen möchte, wenn wir eben von Treibhausgasemissionen sprechen und nicht nur von CO2-Emissionen, dann ist üblicherweise das Ziel Treibhausgasneutralität in der Regel ehrgeiziger als nur CO2-Neutralität beziehungsweise die Netto-Null-CO2-Emissionen. Netto-Null, dieser Begriff ist mehrfach gefallen jetzt schon. Und ich denke, es ist ganz wichtig, das zu betonen, das wissen Sie sicherlich alle, aber Netto-Null heißt eben nicht Null-Emissionen, sondern wir müssen davon ausgehen, dass es auch unvermeidbare Treibhausgasemissionen gibt und die müssen dann durch die sogenannten negativen Emissionen kompensiert werden müssen. Und hierzu zum Abschluss einen Satz aus dem Sonderbericht zur Erwärmung von 1,5 Grad. Dort wurde in diesem IPCC-Bericht geschrieben, most 1.5 and 2 degree pathways are heavily reliant on CDR. Die eckige Klammer habe ich selbst dazu hingefügt. Ich werde darauf noch eingehen. At a speculatively large scale before mid-century. Das heißt eben, die meisten Szenarien, die bei einer Erwärmung von 1,5 Grad oder 2 Grad bleiben, basieren massiv auf dem Einsatz von sogenannten CDR-Methoden. Das heißt, CDR steht für Carbon Dioxide Removal. Das heißt, die Entfernung, tatsächlich die aktive Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre. Und da sind natürlich solche Maßnahmen wie Afforestation, das heißt Aufforstung, üblicher genannt. Allerdings in den meisten dieser Szenarien ist im Wesentlichen, wird die massive negative Emission hauptsächlich durch den Einsatz von sogenannten BECs, das heißt Verbrennung von Bioenergie mit dem anschließenden Auffangen und Speichern des Kohlenstoffs erreicht. Das heißt also nochmal, Netto-Null-Emissionen heißt, dass unvermeidbare Treibhausgasemissionen kompensiert werden müssen. Der IPCC-Bericht 2018 sagte dazu, at a speculatively large scale, das heißt wirklich sehr großskalig auf Skalen, die man heute sicherlich noch nicht realisieren kann. Zusammenfassend vielleicht nochmal die wesentlichen Punkte, also um das Erwärmungsziel von deutlich unter 2 Grad zu erreichen und dadurch eben die entsprechenden Risiken zu minimieren, sind schnelle und drastische Reduktionen von Treibhausgasemissionen notwendig. Das kennen wir eben aus diesen verbleibenden Budgets. Das heißt, die globale Erwärmung hängt hauptsächlich von der Gesamtmenge der CO2-Emissionen ab, weniger von deren zeitlicher Entwicklung. Und diese Budgets geben im Grunde vor, dass wir netto null in relativ kurzer Zeit erreichen müssen. Wenn wir uns auf CO2 konzentrieren, dann hängt dieses verbleibende CO2-Budget allerdings deutlich davon ab, wie die Emissionen der Nicht-CO2-Treibhausgase geändert werden. Und eben die Zusammenfassung der Wirkung dieser verschiedenen Treibhausgase ist wegen der unterschiedlichen Lebensdauer nicht so ganz einfach. Der letzte Punkt nochmal, Netto-Null-Treibhausgasemissionen bedeutet, dass unvermeidbare Emissionen durch negative Emissionen kompensiert werden müssen. So, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.